Hier ist Fred von Fettspielen, endlich wieder für euch da, 146. Folge meines Good Game Empire Let's Plays. Ich war ja lange Zeit krank, dann war noch ein bisschen Wochenende und dann war gestern auch noch so viel los. Ich musste ein paar andere Let's Plays ja auch machen. Dann kam Good Game Empire etwas zu kurz, aber jetzt bin ich ja wieder für euch da. Übrigens, wenn ihr ein bisschen up-to-date bleiben wollt, dann schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei. Da werdet ihr immer informiert, was gerade so ansteht. So. Ich habe jetzt gerade mit ein bisschen Rubinen mir mal ein nächstes Säckchen geholt. Hat sich aber nicht ganz gelohnt, werde ich dann auch nie wieder tun. Okay, weiter geht's. Das ist meine Hauptburg. Es gibt irgendwie mal wieder was ganz, ganz Neues zu tun. Ich muss jetzt aber erstmal meine Steuer eintreiben. Wie jedes Mal. Aber hier ist irgendwas Neues. Mit dem habe ich noch nie geredet, oder? Das sieht aus wie ein König. König Rudolf IV. Sagt... Hört mich an, edler Herr, ein furchtbares Übel hat mein Königreich befallen. Bitte helft mir, den furchtbaren Schrecken zu vertreiben und meine Heimat zu befreien. Zum Dank werde ich euch mit Schätzen überhäufen. Schätze klingen sehr, sehr gut. Was muss ich denn machen? Ah, das ist wieder eine Eventkarte. Der Hilferuf. Dann mal an euch die Frage, ob sich dieses Event lohnt. Beim letzten Mal habt ihr gesagt, das wäre jetzt nichts für mich, weil man da so täglich online sein muss und sehr, sehr viel spielen muss. Gibt es also hier das nächste Event. Dann mal an euch die Frage, ob ihr das schon gemacht habt. Habt ihr dem Hilferuf gefolgt? Seid ihr dem Hilferuf gefolgt und habt ihr dieses Event gestartet? Würde mich mal interessieren und ob ihr mir das auch raten würdet, da was zu machen. So, jetzt aber erstmal eine Hauptburg. Apropos Hauptburg, dort hat Melissa gesagt, ich soll mal den Koloss in die Pax reinsetzen. Das ist auch etwas, was ich eigentlich euch auch immer rate. Sehr, sehr gut. werde ich da mal machen. Ich muss hier auch mal wieder weiter so ein bisschen aufräumen. Ich bin ja so ein bisschen im Aufräumprozess, das habt ihr ja schon gemerkt. Sowohl in meinen Außenposten als auch natürlich hier in der Hauptburg. Aber bevor ich hier weitermache, schaue ich mir erstmal hier die 99 Nachrichten an. Und wir sehen uns gleich wieder. Genau, bis dann. So, die Nachrichten sind weg, aber ich bin wieder da. Und schau jetzt mal, wie ich diesen Koloss irgendwie in meine Parks reinbekomme. Ich habe wirklich wenig Rangierfreiheit, wenig Beinfreiheit hier. Ich kann eigentlich kaum was umstellen. Ich bin auch immer nach und nach hier erpicht, die Deko-Gegenstände einzulagern. Sonst komme ich überhaupt gar nicht mehr aus dem Tüdel. Und ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich ja auch ein oder anderes Gebäude abreißen. Brauche ich hier eigentlich alles? Brauche ich auch 20 Wachhäuser in dieser Stadt? Ich weiß es nicht. Okay, ich muss ja irgendwie den Koloss auf die andere Seite bekommen. Das Feldlager muss weg. Das muss als erstes verschoben werden. Aber viel Platz habe ich da irgendwie auch nicht. Ich könnte jetzt aber den Koloss immerhin schon mal in die Parkgegend bringen irgendwie. Sonst wird das ja gar nichts. Belagerungswerkstatt, Wachhaus, Kaserne. Habe ich das jetzt schon so angeordnet, dass ich es haben will? Nee, oder? Ich habe ja, glaube ich, nur die Wohnhäuser bisher da hinten an die Ecke gestellt. Alles andere ist noch im Fluss. Okay, das heißt, ich könnte jetzt... Ah, jetzt habe ich ja schon mal ein bisschen mehr Platz hier für den Koloss. Da steht er doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Und wenn ich jetzt auch nochmal... Ich gucke mal mein Dekolager. Das sind ja auch alles Kleindekos, die es hier gibt. Das heißt, ich kann jetzt auch mal hier wieder ins Baumenü gehen. Und mir auch, wie gehabt, mal wieder eine große Dekoration holen. Und die größte, die ich bauen kann. Das ist natürlich nach wie vor der Park. Mit der Frage, ob ich überhaupt den Park hier reinbekomme. Das ist auch mal wieder ein Problem. Ich könnte ihn jetzt ja da hinsetzen. Dann vielleicht gleich jetzt rotieren und den Koloss dort reinschieben. Na, geht's noch? Ja, okay, alles klar. Das wäre schon mal eine Idee. Da müssen wir uns echt hier nach und nach so durchwuseln. Hier ist übrigens auch noch ein Wohnhaus. Das müsste ja eigentlich mit in diese Reihe rein, also dahin, da ist natürlich wieder kein Platz. Ich könnte die Verteidigungswerkstatt noch ein bisschen verschieben. So, jetzt hat das immerhin. Also ihr seht, das ist gar nicht so einfach, hier Platz zu schaffen. Ich glaube, der Schlüssel liegt tatsächlich darin, dass ich hier möglichst viele Dekorationen einlagere, um überhaupt so ein bisschen Platz zu bekommen, Sachen von A nach B zu verschieben. Die Sache ist die, ich habe ja auch hier, was die öffentliche Ordnung anbelangt, relativ guten Wert, 147% gerade, und der wird ja auch noch weiter erhöht, sobald ich die Parks dann baue, und ich kann natürlich auch noch jederzeit die Dekos wieder aus dem Lager rausnehmen, aber erstmal brauche ich erstmal Platz. Ich meine, das seht ihr ja selbst, ich komme hier überhaupt gar nicht voran, aber es geht in kleinen Schritten vorwärts und das ist immerhin besser als gar nichts, würde ich sagen. Gucken wir weiter, erster Außenposten, dort habe ich ja das letzte Mal umgestellt und hier sieht das schon mal viel, viel ordentlicher aus. Und da habe ich auch ein paar Tipps bekommen zu dem Umbau. Da hat mich Pittig99 gesagt, ich soll beim Umbauen daran denken, dass ich auch immer an die Türme rankomme.
Das ist ein sehr, sehr guter Einfall. Ist dahinter ein Turm? Das sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr und ich weiß es auch gar nicht. Doch, da. Oh ja, der ist schon mal ganz, ganz schwer. Aber gut, ich kann ihn noch zur Not erreichen, wenn die Mühle ein bisschen stillhält. Da komme ich mal gerne hin. Ich beweise euch. Ah, zack. Okay. Das könnte schon so fast ein Glücksradspielchen sein. Man muss versuchen, den Turm und nicht die Mühle zu treffen. Aber die Chance ist auf jeden Fall da. So viel dazu. Aventador hat gesagt, ich könnte die Kaserne natürlich auch an den Rand schieben. Also alle Gebäude auch an den Rand schieben, auch die Kaserne. Aber dann hier Zierbäume verwenden, um diese minimale Lücke zu schließen. Das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Denn Zierbäume sind ja auch die kleinste Dekoration, die es gibt. Und wenn ich jetzt hier so ein paar Zierbäume hinsehe, dann schließe ich es wenigstens ab. Halbwegs. Also ein Zierbaum und Park, das ist ja... Ich würde mal sagen, thematisch liegt das nahe, dass man das irgendwie da verbinden könnte. Das ist jetzt nicht so schlimm. Und ein Zierbaum könnte natürlich so als abschließendes Element zu den großen Parkanlagen kommen. Also ich finde, das ist schon irgendwie in Ordnung. Das kann man schon machen. Wo ist er denn? Da ist er ja, der Zierbaum. Sehr, sehr klein. Kleinste Deko. Sowohl in Abmessung als auch in der Höhe, wenn man alles zusammennimmt. So. Kostet dafür sehr, sehr viel, finde ich. Ne? Plus 1000, also... 1110 Steine für so ein kleines Bäumchen. Das ist schon ein Stück. Und, ne, ich glaube, für Rubine, obwohl ich könnte mir hier einen zusätzlichen Bauslot mieten. Das wäre eigentlich mal eine gute Geschichte. Dann habe ich hier noch die Möglichkeit. Zweitens, jetzt kann ich jetzt schon die Kaserne ranbauen. Ja, da sieht man jetzt hier, da ist die Ecke des letzten Zierbaumes. Und das heißt, da kann ich dann gleich weiterbauen. Weiter geht es jetzt hier erstmal nicht. Dafür brauche ich jetzt erstmal den nächsten Bauslot. Ich würde dann sagen, beim nächsten Mal werde ich es dann so machen, dass ich hier die Zierbaumleiste weiterbaue und dann hier das nächste Gebäude ranschiebe. Aber jetzt nicht, weil ich dann sonst hier nicht mehr die Sicht habe, weitere Zierbäume zu bauen. Ergibt Sinn. Und wir gehen in die Hauptburg zurück. Da wir jetzt ja noch einen weiteren Bauslot haben, kann ich ja auch hier noch was machen. Wie zum Beispiel, ich muss mich mal entscheiden, was hier kommt. Also wenn hier alle Wohnhäuser sind, dann könnte dort ja irgendwie auch der Marktplatz hin. Der Marktplatz ist jetzt ganz woanders. Das heißt, ich muss hier mal wieder ein bisschen Platz schaffen. So, der Marktplatz kann hier hin. Eigentlich wäre es geil, wenn der Marktplatz auch wieder von Parks umrahmt wäre. Oh, jetzt ahnt ihr schon Übles. Das wird natürlich jetzt sehr, sehr schwierig werden. So kann ich das Lager vielleicht auch mal rotieren. Habe hier gerade mehr Platz in der Länge. Und ich baue hier erstmal noch einen weiteren Park. Also, ab zu den Dekorationen. Ganz nach hinten. Nicht ganz nach hinten, sondern einen davor. Und da ist er auch schon. Der Park. Da will ich den mal rotieren lassen. Und gut, alles klar. Dann sind wir hier erstmal ein bisschen weitergekommen. So, nochmal zum ersten Außenposten. Und da habe ich auch noch einen Tipp bekommen, und zwar von Good Game Empire Player 10. Und ein paar andere haben das auch gesagt, dass ihr das Versteck abreißen könnt. Das Versteck bringt mir eh nichts, nimmt nur Platz weg. Und das wäre doch eine Nummer, die ich hier machen könnte. Und dafür nehme ich auch die 65 Rubine in Kauf, dass wir das als nächstes nehmen. Dann ist das Versteck weg. Und beim nächsten Mal habe ich da auf jeden Fall noch mehr, viel, viel mehr Platz, hier noch was zu machen. Sehr, sehr schön. Und ich guck mal weiter, da hat mich Toby Bean gesagt, ich müsste eigentlich ein Farmhaus rotieren, um mehr Platz zu bekommen. Kannst du mir noch sagen, welches Farmhaus du meinst? Ich sehe hier nämlich gerade nicht, welches Farmhaus... Doch, das hier ist es. Ha! Sehr, sehr aufmerksam von dir. Krass, das habe ich echt nicht gesehen. Aber jetzt sind alle Farmhäuser in Reihe und Glied. Wir gucken es nochmal an, wie es vorher war. Ihr seht, hier ist dieses kleine Fenster, guckt in die Richtung. Und jetzt ist alles in Reihe und Glied. Sehr, sehr schön, sehr gut aufgepasst. Ein richtiges Adlerauge. Also ich bin beeindruckt. Und ja, dann läuft das doch schon mal ganz, ganz gut. Jetzt haben wir übrigens hier noch sehr, sehr viele Steine immer noch. Und da hat Lero Badescu gesagt, das kann ich doch einfach mal in die Allianzkasse spenden. Das ist doch auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung. Dann gehe ich mal hier zum ersten Außenposten und spende mal die Hälfte ungefähr meines Steinvorrates in die Allianzkasse. Da freut sich die Allianz und alle sind glücklich. Und wenn wir schon gerade bei Leros Tipps sind, gehen wir gleich mal in den Norden. Denn hier oben im Norden habe ich den Tipp bekommen, den Bergfried auszubauen. Erhöht die Baugeschwindigkeit. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Das mache ich hier glatt. Und wenn wir gerade schon bei
und beim Bauen sind, können wir auch noch was Neues bauen. Und zwar vielleicht auch hier noch einen Park oder ich baue mal vielleicht hier ein Farmhaus aus. Sieht ja schon ganz, ganz kümmerlich aus. Hier so Farmhaus Stufe 3, Stufe 2, das ist noch nichts. So, was bleibt uns noch zu tun? Uns bleibt noch eine Burg anzusehen. Dann gehe ich erstmal auf die Weltkarte oder vorsichtshalber in das große Imperium. Dort reise ich hin, damit ich auf jeden Fall auch hier die Burg vorfinde, die ich suche. Ich suche nämlich die Burg des Spielers Jansu Erjan. Der hat nämlich angefragt als erstes, ob ich seine Burg ansehen kann. Und das werde ich jetzt auch machen. Jansu Erjan 1. Gucken wir mal. Und da sind wir doch. Das ist seine Burg und wir gucken hier rauf und wir sehen, der ist schon Level 44, sehr, sehr weit bei den Illuminaten am Start. Wir gucken mal kurz auf die Allianz, welchen Rang er dort hat. Diplomat, also ein sehr, sehr hoher Rang, sehr, sehr schön. Und dann schauen wir doch mal, wie es hier aussieht. Wir gucken uns die Hauptburg an. Wow, die ist wirklich super. Zwei Kolosse, hier der goldene Ritter dazwischen, die Parks umrahmen das Ganze. Taubenschlag ist auch dabei, Schweinekönig, alles schön in Reihenglied drumherum. Eine sehr, sehr schöne Burg, ich bin beeindruckt, sieht wirklich toll aus. Und mal schauen, ob du diesen geilen Style weiterfährst. Wir schauen hier in den ersten Außenposten. Sehr, sehr ungewöhnliche Form mit diesem Erker hier. Aber auch hier alles schön Reihenglied, sehr, sehr viele Wachhäuser. Hat es wahrscheinlich mehrere Spionageangriffen hier in deinen ersten Außenposten. Schauen wir uns mal den nächsten an. Dort, wie bei mir, der erste Park steht. Gerade damit angefangen, hier das Ganze zu begrünen. Weiter geht's. Auch hier schon ein paar Parks. Und alles am Start. Den hast du wahrscheinlich auch letztens vielleicht mal übernommen. Schauen wir mal an, wie es hier in der Eisburg aussieht. Auch sehr, sehr gut. Ganz viel Deko ist hier am Start. Dort hast du dich erstmal auch anders umentschieden, bevor es an die Parks ging. Sonst alles dabei, Kühlerei. Also ein richtig tolles Imperium, muss ich sagen. Alles, was das Herz begehrt. Level 44, voll ausgeschöpft. Tolles Burgenensemble. Das war mal wieder auf jeden Fall ein Blick wert. Und wenn ihr wollt, dass ich auch eure Burg ansehe, dann schreibt es doch in die Comments. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ab 50 Likes geht's weiter. Euer Fred von Fettspielen.